Okay, da kann was hingeschoben werden. Hier ist wahrscheinlich ein Item. Erstmal ein Pokémon. Ein Onix. Das können wir aber gerne mit Erdbeben wegmachen. Level 42 sogar. Ganz schön ordentlich. Ich trainiere Toxicus so lange, bis es halt keine AP mehr hat. Dann nehmen wir irgendwie was anderes. TM47. Was ist es denn? Ganz bestimmt. Was für ein Müll. Ich glaube, ich muss den Stein bis hierhin schieben, ne? Was anderes gab es, glaube ich, gerade gar nicht. Steinhagel war stark gegen dich. Wärst du kein Flug-Pokémon, wäre auch Erdbeben gut gegen dich. Nee. Der Hau ist kaputt. Ah, oder nicht. Ja, setz nochmal Kung-Fu-Strahl ein. Vielleicht bin ich doppelt verwirrt. Ah, so ein Scheiß, ey. Der Schlag dürfte jetzt nicht so viel wehtun. Komm. Muss ich einen Hypertrank einsetzen? Glaub schon. Okay. Jetzt sowieso, aber ich glaube sonst auch. Ich glaube, ich bin echt unterlevelt für das ganze Spiel, aber bis jetzt kam ich eigentlich auch gut zurecht. Weil irgendwie habe ich in Erinnerung, danke, dass ich über den Level der Top 4 war damals, als ich hier war. Kann ja sein, dass ich ganz schön viel gelevelt habe. Ja, den Stern müssen wir bis nach hinten bringen. War schön so, dass wir den nicht irgendwie in eine Ecke rein manövrieren. Weil das wäre doof. Erdbeben, davon habe ich am meisten. Aber auch, weil es ein Gesteins-Pokémon ist. Erdbeben. Nächstes Mal nehme ich, also wenn ich nochmal dieses Spiel spiele, nehme ich Schutz hier mit. Das ist ja Kotze. Ich sag zwar, ist gut, also jede Erfahrung ist gut, aber wenn die ganzen AP verballert wären, ist auch scheiße. Mal gucken, was wir gerade da am meisten haben. Erdbeben, aber das wäre Overkill für den. Stärke würde, glaube ich, reichen. Okay, gut. Diese Animation, ey, herrlich. Und das ist so weit, also man kann es verkacken. Heißt, wenn ich das jetzt falsch mache, was ich hoffentlich nicht mache, muss mir den ganzen Scheiß hier nochmal ansehen. Hier dann hier nicht zu viel gehen. Und jetzt schön nach unten, jeden Schritt einzeln gehen. Nicht da rein. Ach, kack die Wand an. Ich hab dich ein zu wenig geschoben. Ich hab den Stein irgendwie komplett nicht gesehen. Stärke. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte nur auf 100% sicher sein. Aber hier kann man, wenn man jetzt nicht komplett doof ist, kann man hier eigentlich gar nicht mehr verkacken, so wie das aussieht. Also außer wenn man wirklich komplett doof ist. Und das noch irgendwie mit voller Absicht verscheißern tut. Oder wirklich so dumm ist. So dumm kann man gar nicht sein. Wenn man es jetzt noch verkacken könnte, ist jetzt nach rechts zu gehen und das dann nach links zu schieben, aber wer macht denn sowas? Das Blöde ist, ich habe jetzt nicht geguckt, was unter der Leiter war.
Ich gucke erstmal, wo wir lang können, bevor ich da die Leiter gehe. Steinhagel. Und dann Body Slam. Hoffentlich werden wir nicht verwirrt. Nee, ist ein Volltreffer, gut. Ich habe leider vergessen zu gucken, was da der Weg runter war. Wenn es nur ein Item war, dann Wayne. Okay, ein Giftflug-Pokémon. Erdbeben tut dir nicht weh wegen Flug. Steinhagel dürfte dir wehtun wegen Flug. Deswegen Flug. Hier, Ding ist. Nein, du bist ein Giftkäfer. Scheiß die Wand an. Tut trotzdem weh wegen Käfer. Du bist kein Flug-Pokémon, ich hab's vergessen. Ich habe vergessen, dass es den Typ Käfer gibt. Dann gehen wir dahin, wo die Trainerin da steht, und dann gehen wir den Weg, den man nicht so gehen konnte. Stärke. Oder ich hätte auch Body Slam einsetzen können. Ja, wirklich AP verschwenden für die Schwächlingsgegner. Ich bin so doof. Ich könnte die ganze Zeit fliehen. Gegen diese schwachen Gegner. Mach ich nicht, weil ich dumm bin. Ein wildes Onix. Erdbeben, it is. Ja, ich könnte halt die AP einfach sparen gegen alles, was unter Level 40 ist. Oder alles, was unter Level 30 besser gesagt ist. Da lohnt sich nicht wirklich viel. Weil es auch ein paar gibt, die Level 38 sind oder sowas. Ich glaube, hier muss man nur hin, um einen Stein fallen zu lassen, ne? Ja, dann machen wir es so. Dass wir die Schwächlings-Pokémon jetzt in Ruhe lassen. Jetzt kommen sie natürlich die ganze Zeit. Aber einfach um die AP zu sparen. Die paar Erfahrungspunkte, die sie geben, das macht den Cool auch nicht mehr fett, oder? Nur Auserwählte dürfen passieren. Moin. Habe ich, glaube ich, eben schon beim Wunderkind sowas gesagt. Was in der Richtung. Jetzt nicht unbedingt Moin, aber. Ein Kela, ein Wasser-Pokémon. Shit, sage ich ja nur. Ja, dann, Karl, it is. Klammer. Gut, Klammer, mich davon abhalten, dich zu töten. Nein. Ist nicht sowas wie Wickel oder sowas. Oh, Level Up für Karl. Schön. Ein Tentoxa. Da bleibe ich bei Karl. Dann mache ich auch nochmal einen Donner. Ein Turtok, da bleibe ich bei Karl und setze nochmal Donner ein. Der Sprite, einfach ein Big Chungus ist das, ein Big Chonka. So sagen doch die Kinder von heute. Okay, ich fasse es nicht. Muss noch gegen die Trainerin da kämpfen. Okay, du bist, glaube ich, auch Level irgendwas, was nicht interessant ist. Einfach um die AP zu sparen. Ansonsten kein anderer Grund. Gleich siehst du, wie gut du bist. Was? Soll das ein Kompliment sein? Okay, Knofensa. Macht Erdbeben Sinn? Es ist halt teilweise auch Gift, glaube ich. Ja, macht Sinn. Ein Ultrigaria. Wahrscheinlich sehen wir dann auch nach 10, ja?
das hoffentlich auch durch ein einziges Erdbeben stirbt. Hoffentlich schon das Ultrigaria. Und ein Sarzenia. So. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob es instant stirbt. Schlafpuder ist dumm. Deswegen deine Pokeflöte, aber der Trainer oder die Trainerin setzt wahrscheinlich einen Trank ein oder sowas, ne? Das machen Trainer gerne. Rasierblatt. Ach ja, wir haben eine Schwäche gegen das Vieh, weil wir ein Boden-Pokémon haben. Volltreffer. Oder weil es ein Gift-Pokémon ist. Zuallererstens ist Toxicus sogar stark dagegen. Also, beziehungsweise hat keine Schwäche dagegen. Das darf doch nicht wahr sein, Grille. Okay, hier ist dann ein Stein. Okay, dann, wir haben das noch, ne? Ja, dann so. Dann geht's da längs, aber hier kommen wir auch irgendwo lang. Deswegen würde ich erstmal hier gucken wollen. Ach, dann sind wir hier. Ich würde erstmal sagen, dass wir die Wege gehen. Kann ich gar nicht. Weil, das eine Sackgasse wäre. Ich habe kein Erdbeben mehr, ne? Doch, ein Erdbeben dürfte ich noch haben. Du bist zwar ein wildes Pokémon, aber du dürftest trotzdem... Ne, 555 fällt mir gerade ein. Also du gibst auch nicht viele Erfahrungspunkte. Oder sowas um den Dreh rum. Unter 600 auf jeden Fall. Oder 600 oder sowas, ja. Ich sehe gerade, da kommen wir gar nicht weiter. Wenn wir den Stein jetzt verschieben, ja, dann passiert das da. Das ist für, wenn wir wieder da raus wollen. Okay, jetzt müsste ich eigentlich runter, aber da war ja noch ein Weg. Den wollen wir erstmal gehen. Ja, ich sollte bei Onyx auch laufen. Okay. Da ist einfach mal Arctos, Lavados. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du zu den Top 4 gehen. Pokémaniac. Blutexo. Gut, jetzt habe ich leider kein Erdbeben mehr. Aber ist das sowieso egal, wir brauchen ja den Steinhagel, haben wir auch nicht. Stärke. Also ich muss One Army, ist es gar nicht, sondern Toxicus, muss ich gleich rausholen. Was setzt du ein? Ein Lapras, da wechsle ich lieber zu Karl. Ich könnte auch zu Ultima wechseln, weil der kann auch Donnerblitz einsetzen. Ich setze lieber Donnerschock ein, lieber zwei Runden kämpfen, als die wertvollen Donner zu verschwenden, oder? Ah, scheiß die Bandana. Vor allem wird es nicht mit dem zweiten Donnerschock getan sein. Ah, scheiß die Bandana. Was ist denn Weißnebel? Ach, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, dich zu treffen, noch geringer als vorher. Deswegen macht Donner jetzt sowas keinen Sinn. Über Eisschrei bin ich natürlich dumm. Okay, es trifft, aber es besiegt es wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich ist Karl jetzt besiegt. Ja. Da schicke ich nochmal Toxicus raus. Damit das hier beenden kann. Er darf jetzt bloß nicht daneben gehen. Ja, okay. Weil, Eisstrahl hätte ihn besiegt. Slurp, okay. Null Problemo. Ein Schlurp kriegt Toxicus auf jeden Fall weg. Okay, erstmal eine Stärke. Okay, ein Igler. Ah, das ist ja dumm. Aber wahrscheinlich kriege ich das trotzdem, wenn es jetzt nicht die ganze Zeit ein Igler einsetzt. Kreideschrei. Dann dürfte ich es trotzdem mit meinem AP hier besiegen dürfen. Und wenn nicht, Gott sei Dank. Würde ich erst mit dem Dinges machen. Mit dem Verzweifler. Nein, unglaublich. Dann. Warte, erstmal beleben wir Dingens wieder. Wir haben ja ein paar Beleber. 15 an der Zahl.
Karl. Und dann der Hypertrank. Und dann, was mache ich nach vorne? Am besten Ultima. Oder One Man Army. Weil hier kommen sehr viele Gescheins-Pokémon in so ein Krempel. Du kannst keine weiteren Items tragen. Das könnt ihr aber vergessen. Ja, ich kann mal so ein Sonderbonbon benutzen. Auf. Doggo. Damit er auch Level 45 ist. Außerdem hat er das letztes Rekord zum ersten Level 44 erreicht, also passt schon. Megablock, das glaube ich für die Verteidigung. Oder ist das so ein Scheiß wie X-Treffer und sowas, ne? Ne. Könnte ich ja wegwerfen eigentlich. Was für ein Pokémon? Oh, ein Knogger. Das können wir easy wegmachen. Rasierblatt. Gut. Lavados, da, um ehrlich zu sein, benutze ich da nicht Woman Army. Versuche ich dich auch zu fangen, aber ich glaube, das wird nichts. Aber ich versuch's zumindest, wie bei den anderen beiden. Bei Arctos habe ich nicht, also Arctos habe ich aus Versehen getötet. Und Zapdos hat einfach nicht geklappt, bis ich einfach gesagt habe, das habe ich, glaube ich, auch aus Versehen getötet. Ich wollte es noch ein bisschen mehr schwächen. So war das, glaube ich, ne? Lavados sieht ganz schön cool aus. Die anderen sahen ein bisschen derpy aus, aber der sieht ganz schön cool aus. Ich glaube, da setzt sich nur ein Surfer ein, weil der Nitro-Pumpe ihn wahrscheinlich besiegt. Aber mittlerweile ein bisschen höheres Level haben als wie bei Zapdos oder Arctos. Das ist doof. Schnabel. Du hast auch eine Blitzschwäche, ne? Blizzard wäre das Einzige, wo du keine Schwäche hast, aber das wäre, glaube ich, zu schwach. Ups. Kann ja mal passieren. Kann ja mal den Besten von uns passieren. Ich hoffe, ich bin da, wo ich jetzt sein will. Ich trainiere aber trotzdem weiterhin One More Army, auch wenn ich gerade hier Ultima vorne hatte. Stärke. Das Toxicus. Da kam ich her. Ja, ich glaube, ich bin da, wo ich sein will, ne? Muss das, glaube ich, wieder drauf tun oder komme ich da durch? Ich glaube, bleiben die Dinger offen, wenn man da einmal einen Schalter betätigt hat? Nee, das ist mir, glaube ich, die AP nicht wert. Nee, das bleibt offen, gut. Wahrscheinlich, wenn man speichert und dann neu lädt, dann ist das alles wieder zu. Hier dürfte jetzt irgendwo ein Stein sein, weil wir einen runtergeworfen haben. Ich bin echt am Überlegen, ob ich gleich noch die Tour 4 mache, weil ich jetzt schon ein bisschen ausgelaugt bin. Gelaugt. Ausgelaugt. Wollte ich sagen. Ich glaube, ich muss dich einfach nur geradeaus schieben. Stein. Ich gucke jetzt nicht nochmal nach. Okay. Wir sind schon so ewig gefühlt auf der Siegestraße. Ich glaube, in den ersten beiden Folgen habe ich jeweils eine Arena gemacht und seitdem, also in dieser Aufnahme, wir sind jetzt schon in der fünften, am Ende der fünften oder am Anfang der sechsten Folge. In den ersten beiden dürfte ich die beiden Arenen gemacht haben. Sowohl die von der Shinobi-Insel als auch die von der Vetania City. Okay. Ich meine, ist jetzt nicht so das Problem. Wir haben noch die AP. Ja, setz mir einfach mal ein Rasierblatt ein. Da nehme ich die 600 Erfahrungspunkte auch mal mit.
Habe ich gegen dich gekämpft? Auch Blau kam hier vorbei. Ja, sag das. Los, der macht mich ja eh nach. Bin ich den... Ja, natürlich bin ich den Weg entlang gegangen. Ach, jetzt sind wir hier. Wo ich dachte, da kommt man ja gar nicht durch. Okay. Es wäre schön, wenn das jetzt nicht das Ende wäre. Aber ist es leider. Wir sind voll nicht trainiert für die Top 4, aber egal. Ich glaube, ich mache gleich... Oder ich mache jetzt mal kurz... ich speichere mal kurz. Und dann mache ich mal... eine Pinkelpause. Ich habe Angst, dass mir die... das Dingens abschmiert wieder. Deswegen, beende ich auch kurz mal... Also tue ich die Konsole mal kurz runterfahren und wieder hochfahren. Damit mir auch der Spielstand nicht flöten geht. Für euch ist das nur ein kleiner Schnitt. So, da bin ich wieder. Kleine Pinkelpause. Kleine... Konsole runterfahrpause, damit mir die Konsole nicht wieder abschmiert. Oder zumindest der Speicherstand hier gespeichert ist. Indigo Plateau, das Pokémon-Liga-Hauptquartier, ist die höchste Pokémon-Autorität. Das große Ziel aller Trainer ist die Pokémon-Liga. Hier steht ganz schön viel, ne? Aber ich glaube, das sind immer dieselben Texte. Die Reihe, okay, da, was steht hier? Okay, das ist ein Labyrinth. Okay, wie ich sollte nicht die Statuen lesen, sondern hier durch das sehr einfache Labyrinth laufen. Okay. Andere Farbe. Was ist das für eine Farbe? Fragt der Farbenblinde. Farbenblinde. Ich glaube, das ist irgendwie ganz komisch. Gerade gesagt, ich habe aufgeschossen, ich habe auch was getrunken. Hey, warte, du Champion in Spe. In der Pokémon-Liga trittst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen Kampf verlierst, musst du ganz von vorne beginnen. Zum Glück ist hier ja alles. Ich wechsle mal meine Pokémon gegen was anderes aus. Nein. Warte, das können wir jetzt sofort machen. Ne, mache ich jetzt erstmal. Nämlich Sachen weglegen. Oder weißt du was? Geld ist wichtig. Und das, wir sind kurz vorm Ende des Spiels. Ich verkaufe alle Terms. So, um das jetzt mal klarzustellen, was passiert ist. Ich habe das Ganze hier rausgeschnitten. Denn ich habe alle meine Terms verkauft. Aber so mittendrin dachte ich mir, ich könnte Eisstrahl noch gebrauchen. Oder eine Eisattacke allgemein. Dann habe ich mal schnell gegoogelt nach Eisstrahl, also in PokéWiki nachgeguckt und gesehen, dass es Eisstrahl in Pismania City gibt. Da dachte ich mir, ja gut, da kann ich ja alle meine Temps trotzdem verkaufen. Also habe ich alle meine Temps verkauft und gemerkt, also dann bin ich dann nach Pismania City geflogen und habe die nicht gefunden beim Händler. Dann dachte ich mir, ich gucke nochmal bei PokéWiki nach, wo das genau ist. Da war das bei dem Mädchen, wo man ein Tafelwasser gibt und dann kriegt man einen Eisstrahl oben auf dem Dach. Da dachte ich mir, oh, dann habe ich die TM ja schon gehabt. Egal, hole ich mir nochmal. Das Blöde ist, wenn man dem Mädchen Tafelwasser gibt, kriegt man die TM nicht nochmal. Heißt, ich habe die TM verkauft. Heißt, ich habe einfach den letzten Spielstand geladen und ja, und da sind wir jetzt gerade. Das hat ziemlich lange gedauert. Ich habe alle TMs verkauft und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber war ziemlich lange. Deswegen habe ich das rausgeschnitten. Und nach Prismania City und so fliegen habe ich auch rausgeschnitten. Wir starten jetzt wieder so ungefähr da, wo ich den Spielstand neu geladen habe. Also kurz danach. Ich glaube, ich werde es rausschneiden, wie ich die ganzen TMs verballert habe, weil ich werde es nicht nochmal machen. Ich werde nur die TMs verballern, die ich gerade Tage. Das werde ich machen. Den AP Plus behalte ich mal. Das verkaufe ich mal, damit ich einfach Platz habe. Und anstatt, also ich könnte das natürlich auch in lagern alles, aber ich kann das natürlich auch in Geld verwandeln. Weil davon werde ich wahrscheinlich gar keine TM benutzen. Weil die waren alle nicht so geil.
meiner Meinung nach. Waren Kampf-Pokémon nicht stark gegen Eis? Also wenn der gute alte Doro es nicht schaffen sollte, die Eis-Pokémon zu besiegen, dann schicke ich Karl raus. Erstens ist es, also sind die meisten Eis-Pokémon auch Wasser-Pokémon, aber auch er kann Doppelkick. Ziel von Rot. Das war so dumm. Fahrrad. Nein, nichts ablegen, aufnehmen. Erstmal die Sonderbonbons. Kriegt jeder einen davon, weil wir genau 6 haben. Hier brauche ich nichts außer TM13. Da ist es nicht, Vollidiot, ey. Dein Item. TM13. Eisstrahl. Ich bin so scheiße. Toxicus. Ultima kann es auch lernen, aber er hat schon Blizzard. Gib mir jetzt Toxicus lieber. Dann mache ich Body Slam, glaube ich, weg. Bei Stärke kann ich, glaube ich, nicht wegmachen. Außer ich würde jetzt zum Vergessen-Typen gehen. Aber gibt es hier überhaupt den Attackenverlerner? Ich weiß es gerade gar nicht. Steinhagel und Erdbeben würde ich gerne behalten, deswegen Body Slam. Ist gerade nicht so geil, aber naja. Eisstrahl. Wie viele Eissträhle hast du denn zur Verfügung? Genau das wollte ich. Dass man das hier einsetzen kann, finde ich komisch. Normalerweise sagt du Professor Eich, es geht nicht. 10. 10 Eisstrahle. Strähle. Keine Ahnung, was ist die Mehrzahl von Strahl? Strahle, ne? Okay, dann kaufe ich hier nochmal ein paar Top-Genesungen. Die kosten ganz schön viel. Warte mal. Okay, das war falsch. Ich glaube, ich kaufe mal 20. Ein bisschen Overkill. Oder 15. Und ich habe Pokémon-Wiki noch auf. Poké-Wiki, ich hätte es vorher machen sollen. Egal. Top. Genesung. Was machst du? Genau. Spielbeschreibung. Steht hier nicht, weil in Rot keine Spielbeschreibung gibt. Sie füllt die KP als Pokémon vollständig auf und bereits befreit ist von sämtlichen Statusproblemen. Oh, ich dachte, das wäre sowas wie. Auch was wie Ether oder sowas. Ja, hätte ich auch Top-Tränke kaufen können. Die Leber kaufe ich auch mal noch mal ein paar. Davon habe ich zwar welche, weil ich glaube, meine Pokémon werden auch hier und da ein bisschen sterben. Ein paar Heiler, weil die alle auch Statusveränderungen haben, würde ich davon auch noch mal ein paar kaufen wollen. Ich habe so viele Top-Genesungen, ich brauche keine Top-Tränke oder so ein Scheiß. Und Bälle brauche ich sowieso nicht mehr. Sichern. Ja, sicher. Lorelei kommt, glaube ich, als erstes. Also Eis-Pokémon. Deswegen würde ich erstmal den Doggo als erstes reinhauen wollen. Ah ja, und nicht vergessen, jeder kriegt ein Bonbon. Jeder kriegt ein leckeres Bonbon. Den AP+, den überlege ich mir noch, wen ich das gebe. Du kriegst ein Bonbon. Eigentlich wäre es intelligenter, jedes Pokémon ein Level steigen zu lassen in den Kämpfen und dann ein Bonbon zu geben. Aber egal, drauf geschissen. Oder zumindest zu gucken, wer als nächstes bald ein Level erreicht. Egal. Du hast ein Bonbon bekommen, jetzt kriegst du Toxicus, damit bist du unser höchstgeleveltes mit 48. Ultima.
Also wenn Doggo verkacken sollte, würde ich Karl als nächstes einsetzen wollen. Wenn er verkackt, mal gucken. Wahrscheinlich David, weil die anderen alle Schwäche gegen Eis-Pokémon haben.